Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Den höchsten Wasserfall Schwedens, den Njupeskär im Furufjället Nationalpark, habe ich euch schon gezeigt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Heute zeige ich euch den größten Wasserfall Schwedens, den Tennforsen. Der Tennforsen gilt als der größte bzw. wasserreichste Wasserfall Schwedens. Er hat eine Breite von 60 und eine Fallhöhe von ca. 38 Metern. Noch beeindruckender sind aber die unglaublichen Wassermengen, die hier herabstürzen. Im Mai, Juni liegt diese bei ca. 400 Kubikmetern pro Sekunde. Den Tennforsen findet ihr ca. 22 Kilometer nordwestlich der Ortschaft Ore am Oberlauf des Flusses Ore-Elven, wo der Fluss mehrere Seen bildet. Der See Tennsjön ergießt sich hier über den Tennforsen in den See Östranoren. Unweit des Wasserfalles gibt es einen kleinen Parkplatz, von dem es nur ein kurzer Spaziergang zum Wasserfall ist. Dieser Parkplatz ist zumindest in der Hauptsaison gebührenpflichtig. Als wir dort waren, war er allerdings kostenlos. Auch einen Stellplatz für Wohnmobile gibt es hier. Das Campen ist allerdings hier nicht gestattet. Ein kurzer Wanderweg, der Blomsterslingan, von ca. 1 km führt euch vom oberen Flusslauf bis hinunter zum Fuße des Wasserfalls. Wenn ihr euch vom Parkplatz aus links haltet, gelangt ihr zum oberen Lauf. Von hier geht es dann auf den Weg folgend bis hinunter zum Einlauf in den See. Auf dem Weg dorthin könnt ihr etwas hinaus auf eine kleine Plattform einen ganz tollen Blick auf den Wasserfall erhaschen. Von dort bis hinunter könnt ihr ständig die Gischt des Wasserfalles genießen. Unterwegs gibt es immer wieder Bänke, die zum Verweilen einladen. Die Gischt sorgt auch dafür, dass ihr bei Sonnenschein einen tollen Regenbogen über dem Wasserfall sehen könnt. Der Tennforsen wurde bereits 1835 zu einem Touristenziel, als König Karl XIV. Eine Straße nach Norwegen eröffnete. Besucher konnten dann eine Bootsfahrt auf dem ruhigeren See Tennsjön oberhalb der Stromschnellen zur Nordseite des Wasserfalles unternehmen. 1906 wurde dann eine Straße und die Touristenstation gebaut. Wie viele andere Wasserfälle war auch der Tennforsen durch den Ausbau der Wasserkraft bedroht. Doch durch den starken Protest der Anwohner wurde dieses jedoch verhindert, und 1971 wurde der Wasserfall dann zum Naturschutzgebiet erklärt und wurde dadurch erhalten. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Denn es werden in lockerer Reihenfolge immer wieder mal diese Art von Videos veröffentlicht werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis dahin, tschüss, euer Michael.